Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Natürlich Palia. Und zwar jetzt wollen wir, also wir geben erstmal 5 Geschenke ab und gucken, dass wir hier den Leuten 5 Sachen schenken im Dorf. Vorher müssten wir aber irgendwo hier unten hin, in den General Store. Da gehen wir natürlich auch noch hin, weil wir dann uns natürlich die Sachen für den Gleiter kaufen. Das machen wir auf jeden Fall jetzt. Und nach dem Intro sehen wir uns natürlich gleich wieder. Also bleibt dran. Ja, so, da ist er wieder. Und jetzt ist das so. Nee, das will ich nicht. Hallo, wer sind Sie? Okay. Ich weiß zwar nicht, wer sie ist, aber es passt schon. Ausgestorben? Oh Gott. Oh, er hat sie bloß nicht angequatscht. Die ist hier so eine. Oh, meine Therapeutin. Ey, nee, meine Therapie ist. Okay. Ja, okay. Scheint so. Genau so ist es passiert. Okay, ich habe tatsächlich alles richtig gemacht und glaube, ich behalte meine mentalen Vergessen und die Leute nennen mich verrückt. Okay, ja. Hau rein. Jini, können wir dir was geben? Nee, doch, können wir. Komm mal her. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Kriegst eine Karotte. Weißt du, mein Zelt gibt es nicht viel Platz für Schnickschnack. Ich muss passen. Sie will nicht. Okay. Gut. Hi. Möchtest du eine Karotte? Ich halte nicht viel. Okay. Also sie hält nicht so viel von der Art Geschenken. Gut. Naja, gut zu wissen. Gut zu wissen. Dass sie meine Geschenke nicht haben will. Pff. Denn ich kriege sie halt nicht mehr. Ist mir auch egal. Püh. Der will ein Geschenk. Will der ein Geschenk? Komm her. Kriegst ein Geschenk. Oh ja, lecker. Goodie. Alles klar. Er ist schon mal beschenkt hier. Im Dorf. So, da hinten steht er. Warum bist du wieder hier? Hast du gedacht, ich lobe dich, weil du deine Arbeit gut gemacht hast? Ja, es ist deine Pflicht, eins jeden Palianianers. Palianas, das Gleichgewicht der Natur zu wahren. Im Interesse der Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichtes bin ich verpflichtet, ihnen dies zu geben. Schnurks sind seit Generationen eine natürliche Fleischquelle. Okay. Aber die Kappas sind keine natürliche Vorkommen. Ah, okay. Also die kleinen Tierchen sind keine Dings. Keine normalen. Wenn du unserer Gemeinschaft echt helfen willst, haust du diese Bedrohung vom Herrn zu werden. Okay, es ist okay. Alles klar. Wir hätten, glaube ich, ein Geschenk. Ich freue mich darüber. Gut, damit hätten wir 2 Geschenke schon mal weg. Jetzt können wir ihm ja noch mal was schenken. Er sieht aus, als wenn er... Okay, also ihr könnt den Leuten irgendetwas schenken. Hauptsache, sie bekommen etwas. Das ist der Premium Store, da wollen wir nicht hin. Das ist der Pflanzen Store gewesen. Ich glaube, hier in diesem Möbel Store war das drin, ne? Ich weiß das gar nicht mehr. Wir brauchten, um den Gleiter zu kriegen, ein Stoff. Genau, ein Stoff und 4x Leder. Müssen wir nochmal gucken. 5x Leder. Genau, also 5x Leder. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, haben wir 5x Leder gekauft. Damit können wir das natürlich auch erledigen.
Also auf zum Gleiter. In dem Store bekommt ihr dann die Sachen. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Er ist da unten. Einer. Da müssten wir dann auch nochmal hin. Aber wir müssen auch da durch. Wem können wir denn jetzt noch was schenken? Hier ist aber bestimmt keiner mehr, ne? Den wir hier jetzt was wegplacen können. Ah, hier soll bestimmt mal noch ein Shop rein. Weil eine Kasse steht schon, aber der Rest fehlt. Der fehlt, aber ist nicht so schlimm. Das Spiel macht trotzdem Spaß. Achso, ja, hier kam... Ja, okay. Was wollten wir? Wir wollten noch eine Bauweise der... Dafür müssen da wieder in die Taverne. Wir wollen uns auch noch was kaufen. Was bist du denn für einer? Hi. Hallo Phönixkind, willkommen in unserem reizenden Dörflein. Okay, ich bin Shayayananda, der Weise der Rituale hier. Okay, gegeben. Maya des großen Drachen, in Klimaheilkunde und Weiser kümmere ich mich um körperliche und geistliche Gesundheit der Leute im Dorf. Ich hab nichts. Danke. Ich hab echt nichts. Komm, kriegst einen Fisch. Eigentlich hatte ich gehofft, dass du gelernt hättest, dass solche Dinge sich nicht als Opfergabe oder großen Drachen eignen. Schade. So. Komm mal her. Du hast doch bestimmt etwas. Und zwar könnten wir uns jetzt... Eine Kupfer. Dafür brauchen wir eine normale Axt. Eine 20 Splintholz und Kupferbahn. Kupferbahn kriegen wir aber entweder nur gekauft. Ich glaube nicht, dass wir die geschmolzen kriegen. Schon. Nehmen wir 250 Gold. Danke. Gut. Das ist Kenix. Das ist... Wer? Ach, das ist Cedi hier, der die Rucksäcke verkauft. Okay. Mein Laden ist heute geschlossen. Ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Komm morgen mit meinen Gemischen. Ich habe kleine Tipps, wie Sie Geld verdienen können. Komm, wir gehen hier mal. Willst du mich etwa bestechen? Musst du dir mehr Mühe geben? Ich soll mir mehr Mühe geben. Willst du mich beeindrucken? Da musst du dir schon etwas mehr Mühe geben, um mich beeindrucken zu wollen. Okay, alles klar, alles klar. Wir haben... Bubble, Junge. Du Bubblekopf. Gut, also holen wir uns jetzt erstmal ganz fix den Gleiter. Das ist halt wichtiger jetzt hier, als den Quest zu machen. Ich möchte endlich fliegen. Fliegen. Aber 5 Dorfbewohner zu beschenken ist halt, geh mal viel reden, ne? Viel reden. Ist natürlich voll super toll. Ey, bleib stehen. Du Knirps. Ah, jetzt. Die sind aber auch flink, die Jungs. Und die buddeln sich ein. Blub, weg ist er. Toll. Ach, dem haben wir ja schon ein Geschenk gegeben. Stimmt. Da war ja schon was. Den haben wir ja schon was weggegeben. Ja. Ah, die sind gelaufen. Dass das hier keine Schnellreise gibt. Laufen ist gut. Laufen macht schlank. Jeder Gang macht schlank. So. Also die Jungs, die sind echt... ich weiß nicht, ob man die so erlegen darf oder kann. Habe ich keine Ahnung. Also ob man die mit Pfeil... Aber ich glaube, die kann man mit Pfeil und Bogen abschießen. Dass man sie ärgern kann damit. Das glaube ich eher. Ja, wenn, dann ist so. So, jetzt müssen wir natürlich zu ihr. Müssen wir jetzt hin. Okay, also hat sich doch auf Deutsch gesagt, also muss ich jetzt mal dazu sagen, hat sich doch bewahrheitet, also nicht bewahrheitet, sondern hat sich doch bemerkbar gemacht, dass ich doch Muscheln, Austern und andere Sachen kaufen konnte. Okay, reden über meinen Geschmack, bla bla bla. Ich weiß nicht. Nein. Okay, aber. Moment. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ah, wir haben noch kein Splitterholz. Nein, danke. Okay, magst du was zu essen? Nein, danke.
Was magst du dann? Magst du eine Karotte? Nein, danke. Okay, hau rein. Was haben wir vergessen? Splitterholz. Okay. Wir haben noch ein bisschen Geld. Ein bisschen Zaster haben wir noch. Das heißt, wir könnten theoretisch dort, wo vorhin in... wo war denn das? Bei irgendeinem war das. Da konnten wir das doch noch... Vorhin habe ich es doch noch gesehen. Ich habe es doch vorhin noch gesehen, oder nicht? Ich habe es doch vorhin noch gesagt. Ah, da können wir Kupferbahnen kaufen. Oh, super, ey. Und tolle Wurst. Den haben wir schon beschenkt. Erfahre, was die Person in dieser Woche benötigt. Wenn du mir etwas schenken möchtest, dann wäre es Pflanzenfasern. Okay, cool. Ich bräuchte welche. Try not to cause any trouble. Okay, alles klar. Yo, 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 yo. So, also, wieder zurück in die Stadt. Oh, ich habe mich schon so drauf gefreut. Yay, kriegen wir endlich. Doch nicht. Manöchen. Haben wir wieder die typischen Holzbretter vergessen. Ich habe auch nicht gesehen, wo der Knirps gerade rumläuft. Denn hätte ich... Das ist Trish. Ach, er ist da hinten bei Auni. Auni ist da hinten. Ah, super. Weil ich wollte ihm eigentlich die Ding schenken. Die Motte. Dann hätten wir 4. Fehlt ja nur noch einer dann. Oh. Ups. Nee, durch die Hintertür wollen wir nicht rein. Wir wollen nicht da dort durch. So, also rein in die Stadt gucken, wo gab es das jetzt? Also der Shop? War das der Shop? Nee. Nein, hier gab es bloß Stoffe, Tapeten und den ganzen Gedöns. Hier gab es, glaube ich, nur Samen, ne? Ja. Könnten wir natürlich auch kaufen, aber wir brauchen erstmal den anderen Gedöns. So, das war der Premium-Shop, den brauchen wir nicht erstmal. Den gehen wir mal nochmal zu ihm. Nee, hier gibt's das auch nicht. Was brauchten wir denn dafür? 5 Kupferbahnen. 5. Okay, 5 müssen wir uns merken. 5 Kupferbahnen. Dann gehen wir hier hin. Ich glaube, hier gab es das. So, wir brauchen also 5 Kupferbahnen. 1, 2, 3. Reicht nicht. 1, 2, 3. Reicht. Okay, damit kriegen wir das. Also 3 brauchen wir, glaube ich, ne? Für die Aufgabe. 3 Splitzenholz. Gut. Und wieder zurück die ganze Strecke. Ach nee, sie will ja wieder was. Aha, ja, und... Oh. Sie hat keinen Platz dafür, weil ihr Zelt zu klein ist. Oh, Leute, Leute. Also verteile 5 Geschenke im Dorf ist schon eine Nummer für sich. Nee, hier ist das nicht so falsch. Wir müssen noch ein Stück weiter. Ja, dann werden wir demnächst wieder Golddublonen farmen, also Golddublonen farmen, weil wir müssen uns ja noch einiges kaufen. Okay, alles klar. Zieh durch, hau rein, bis später. Was ist das? Ach, das ist, okay, kann man nichts mitmachen, okay. Sag mal. Wir sind falsch abgebogen, wir hätten... hier hoch abbiegen müssen. Och Mensch, wird der mit. Genau. Wir wollten doch eigentlich hier durch. Da drüben halt wir abbiegen sollen. Genau. So. Aber von hier sind wir doch eben gerade gekommen, ne? Monumento. Wir müssen runter. Nicht hoch. Runter.
Wir müssen den langen Weg laufen, da drüben lang. Da drüben müssen wir hoch. Dorf sieht schön aus. Oh, wir haben schon wieder die E-Mail hier. Hätte ich jetzt fast gesagt. Wir haben ja schon wieder Post gekriegt. Gut, dann kriegen wir jetzt... Jetzt holen wir uns auf jeden Fall den Gleiter. Das ist A und O. Gleiter holen. Fertig. Fertig machen. Gleiter klauen. Gleiter mopsen. Nicht klauen, sondern mopsen. Oh, 10 Palier vor mir. Ui. 2 Palier vor mir. Kann also ein bisschen dauern, bis wir auf die Karte dürfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das ist jetzt hier begrenzt. Okay, das ist, also das sehe ich persönlich gerade so. Oh, was? Was habe ich eben gerade gesehen? So ganz klein geschrieben unter dem hopsenden. Ich nenne es mal liebevoll. Ja, Katze. das ist halt ganz komisch, also. Ey, bleib ruhig, nicht beißen. Nicht bissig werden hier. So, also. Gut, wo ist sie jetzt? Ich würde ja noch weiter laufen, Mensch. Laufen auch immer bis zum Ende der Welt, finde ich. So, hi. Was geht? Brauchst du etwas? Ich habe die Materialien für ein Segelflugzeug. Yes, lass mich das mal alles zusammenfassen. Hey, sag mir einfach Bescheid, wenn etwas schief geht oder es plötzlich auseinanderfällt. Wenn es auseinanderfällt und ich in der Luft bin, dann ist das schlecht, dir Bescheid zu sagen. Okay, okay, alles klar, alles klar. Aber ich würde mir keine Sorgen machen, ich habe die meisten Macken bereits ausgemerzt. Okay, ja, okay, bye. Hm? Coole Sache, okay. Also, ja, die meisten Sachen ausgefixt, ja, okay. Hm? Boah, cool! Oh, hier stehen so ein Angeln. Die dicken Fische erstmal raus. Ziehen sie erstmal die dicken Brocken außer Acht hier, hätte ich jetzt fast gesagt. So, also sprich mit im mysteriösen Tempel. Genau, jetzt geht ja wieder in den Tempel. Das ist cool, das finde ich super. Es geht aber zurück erstmal auf mein Grundstück. Weil wir haben Post gekriegt. Und wir können wieder was verkaufen. Wir brauchen ja noch ein paar Kupferbahnen. Und ich glaube, Kupfer, kriegen wir das eigentlich in diese... Theoretisch müssten wir doch eigentlich, also das müssten wir mal ausprobieren kurz. Was hat er denn? Also wir haben 100 Gold. Hey, okay. Nehmen wir. Auni will was? Was hat Auni denn? Provisorische Picknickdecke. Okay, Auni hat nochmal was. Ich habe richtig gehört, dass sie den Fang einem Fehlern ausprobiert haben. Das ist genial. Komm doch mal vorbei. Ich habe etwas richtig Cooles für dich. Rauchbombenrezepte. Okay. Sei gegrüßt. Da gibt es eine Glücksmünze. Ist ein Gegenstand. Kann nicht verkauft werden. Okay. Glücksmünzen können wir also bei ihm in seinem Shop, in seiner wunderbaren Maschine schmeißen. Und gucken, was für ein Preis rauskommt. Finde ich cool. Würde ich nehmen. Und Brownie hat was provisorische. Jetzt brauchst du nur noch einen Ort, an dem du die Gemüse aufbewahren kannst. Wie wäre es mit einer Speisekammer? Nicht der Hammer? Okay. Mein Inventar ist voll. Okay, wir müssen mal ein bisschen was wegpacken. Das heißt also, wir packen... Das packen wir erstmal weg. Die Glücksmünze packen wir erstmal weg. Und... Wir hauen hier erstmal eine Picknickdecke. Einfach dekorativ hier. Zap, hier nebenhin. So, zack, boom, fertig. So, dann können wir nämlich auch die Speisekammer rausholen. Die wir ja von ihm gekriegt haben. Von Bradidu 5. So. Kann man die schon? Nein, die darf man noch nicht ins Haus setzen. Muss man noch draußen hinsetzen. Zap. So, jetzt geben wir uns mal kurz...
Kupfer holen. Jetzt wollen wir mal, jetzt will ich mal was testen, ob man Kupfer dort auch reinziehen kann. Nein, kann man nicht. Schade. Du brauchst mehr Material, um diesen Plan abzuschließen. Ich brauche, glaube ich, einen Plan dafür, wa? Okay, also wir brauchen auf jeden Fall einen Plan. Das heißt also, wir müssten theoretisch und praktisch wieder zu jemand anders zurück. Achso, nee. Gib den mal wieder her. Bitte, 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 bitte. Wir können doch hier die Steine schon rausholen. Dann können wir das doch schon mal abhandeln, finde ich. Dann können wir die nämlich schon mal ins Haus schmeißen. Da haben wir denn ja schon mal ein paar. So, das heißt also, uns fehlt ein Bauplan. Wir gehen aber erstmal zum Tempel, machen noch kurz den Tempel zwischendrin fertig, damit wir, ich sag mal liebevoll, damit wir den auch mal fertig kriegen, das Ganze. Und dann werden wir mal gucken. Also, dann müssen wir ja, wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen Gina oder Gina oder wie sie auch heißt. Ganz komischer Name. Jetzt haben wir das vergessen. Ich wollte doch was abgeben. Ich wollte doch was in die Schlurzkammer schmeißen. Damit das abgeholt werden hätte können. Und zwar die Koralle und die Auster. Na, nu, jetzt geh weg. Eine weiße Perle, okay. Gut. Okay, wir müssen hier wieder rennen, in die Hütte. Dann gehen wir mal gucken. Wow. Also das Fliegen ist cool. Achso, ja, das kennen wir ja schon. Das hatten wir ja nun schon mal öfters. Ich glaube, wir sollten... Ja, hier sollen wir rein. Genau. Oh, ist eine Umgewöhnung, dass man das mit F drückt, statt mit E. Also das ist wirklich eine Umgewöhnung für mich. So. Ist sie denn hier drin? Achso, hier drin gibt es keine Karte. So, jetzt könnten wir uns doch eigentlich die Kiste snackern. Okay. Plan A lief schief. Dann nehmen wir Plan B, würde ich sagen. Genau. Looten. 5 geschlossene Austern, 20 Gold. Okay. Ah, wäre jetzt ein Doppelsprung ganz cool. Ui, ui, ui. Aber gut. Wir wollen nicht meckern. Wir haben jetzt endlich unseren Gleiter und das finde ich völlig in Ordnung, das Ganze. Muss ich wirklich sagen. Da unten steht sie. Wir sollen bestimmt darüber gleiten und uns das da drüben angucken. Hervorragend, du hast den Gleiter mitgebracht. Ja, habe ich. Ich habe versucht, den Zweck dieses Ortes herauszufinden, während du weg warst. Unglücklicherweise sind die Fortschritte langsam. Ich habe in der Schlucht etwas leuchten sehen. Es erinnert mich irgendwie an etwas, das ich in der Nähe meines Zeltes gefunden habe. Wahrscheinlich von Menschen gemacht. Okay, alles klar. Es sieht aus wie eine alte Schnitzerei. Wenn ich es nur aus der Nähe... Aha, deswegen habe ich sie... Deshalb haben sie mich. Möchten Sie das Segelflugzeug ausleihen? Ja, richtig. Danke, ich wusste es. Tu ihr Bestes, um nach Hause zu gelangen und bleiben Sie sicher, okay? Okay, wir werden unser Bestes geben und das versuchen. Gut. Also wir sollen bestimmt da runter segeln. Also hier ist ja, glaube ich, nichts, was man jetzt so finden könnte. Also ich glaube mal eher, dass wir hier runter sollen. Die seltsame Schrift sagt Speicher in der menschlichen Sprache. Darunter befinden sich weitere Schnitzereien, die schwer zu erkennen sind. Die Tür bewegt sich nicht. Okay.
Okay, die Tür bewegt sich nicht. Hallo, wie komme ich da wieder hoch? Okay, hier gibt es nichts, also müssen wir doch hier durch. Okay, laufen wir mal nach oben, gucken wir mal. Okay, hier gibt es erstmal schon eine Loot-Truhe. Das heißt also Bergmorchel und das brauchen wir gut. Hauen wir uns den Fisch rein, haben wir wieder ein bisschen Platz, dann können wir uns das dazu hauen. Ziehen wir unsere Rohre aus da. So, und schon haben wir wieder ein bisschen Platz. Hoppala. So, dann gehen wir mal weiter. Also angreifen könnte uns ja theoretisch hier nichts, oder? Sehe ich das gerade falsch? Okay. Das ist jetzt, also die Übersetzung manchmal auf Englisch ist schon mal, auf Deutsch wäre schon mal cool. Dieser Ort ist schon lange verlassen, die Tür vor uns scheint funktionsunfähig zu sein. Hm, also müssen wir doch den Gang laufen. Okay. Ach du Heiliger. Jolo. Treppen laufen. Ah, joggen. Hier geht's nicht weiter. Das Symbol kommt mir bekannt vor und erweckt vages Gefühl, dass es noch andere geben könnte. Ja, das ist eine Welle oder was soll das sein? Aber hier geht's nicht weiter. Kann man nicht gießen. Okay. Hochklettern kann man da auch nicht. Durchbrechen? Hm. Nee, kann man auch nicht. Wie soll man denn? Ja, da geht's nicht weiter. Ist das jetzt hier so ein... Ist das... Okay. Nee, hier kommen wir nicht hoch. Hm. Also hoch kommen wir auf jeden Fall nicht so. Untersuche die leuchtenden Schnitzereien, die Gina erwähnt hatte. Ja, welche leuchtenden Schnitzereien denn? Also wir könnten jetzt hier nochmal lang. We have been here a long time. Okay, also ich glaube, wir sind... Hier, irgendwie. Weil hier können wir nicht klettern. Also klettern können wir auf jeden Fall nicht. Ja, die Frage wäre jetzt super, wo sie denn meinte, finde ich. Okay, da kommen wir rüber. Frage ist nur, ob wir das bis hoch schaffen, ne? Das wird, glaube ich, ein bisschen bammeleng. Finde ich jetzt. Also das wird jetzt... Na, wird das was oder wird das nichts? Klettert er da hoch? Jo, klettert er. So, dann kriegen wir hier noch eine Loot-Truhe. Grüne Smaragdperlen, Kristallen und L. Ja, aber da kommen wir ja nicht rüber, finde ich. Okay, komm mal. Alter, fast einen Herzinfarkt gekriegt gerade. Fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ich habe da die So, welche Schnitzereien? Also wir waren ja nun schon. Also wir waren dort. Dort hinten waren wir. Aber da kommen wir ja nicht wieder hin, ne? Nee, nee, hier gibt's nichts. Also wir müssen doch... Okay, hier waren wir... Also hier waren wir. Gut, okay. Also hier müssen wir den mal runter. Müssen wir gucken.
So, die Tür bewegt sich nicht. Die Tür auch nicht. So, und hier kommen wir ja nicht durch. Das Symbol bekommt mir bekannt vor. Irgendwo habe ich das auch schon gesehen, ja, aber hm. Und warum zum Teufel gibt's hier Wasser? Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Okay, also so funktioniert das, ihr Lieben. Da gibt es so eine wundervolle Fontäne, die katapultiert euch erstmal nach oben. Das habe ich nicht. Also ich habe das Wasser so beim ersten Durchlauf gar nicht so für wahrgenommen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gedacht, das muss ich irgendwie so wegschöpfen. Okay, das sieht echt cool aus. Benutzen. Okay. Sieht aus wie Fische. Ich würde sagen, den darüber. Den dort rüber. So, den hätten wir. Komm mal den runter und den runter und den rüber. Rätsel gelöst. Wow. Was passiert hier jetzt? Wow. Okay, ein Symbol ist wahr. Wow. Holy. Okay, und da siehst du folgende. Ah, das haben wir ja nun schon geschafft. Okay. Okay, das Rätsel ist gelöst. Heißt aber nicht, dass wir jetzt ja weiterkommen, ne? Tja, jetzt sollen wir wieder rüber zu ihr. Hm, toll. Tolle Bockwurst. Tolle Bockwurst. Naja, wenigstens etwas. So, wir haben das Rätsel natürlich gelöst. Puh, war ein schweres Rätsel. Also das Rätsel war nicht... Also ich fand's cool. Ich fand's echt cool, so Bild schieben. Finde ich gut. Kannst du glauben, dass ich die einzigste Wissenschaftlerin bin, die hier Distraktion über die Wiederauferstehung der Menschheit schreibt? Ja klar. Jemand war hier gefangen. Okay, erklär, was mir, was das Rätsel ist. Das Bild, das ich gesehen habe, war als irgendein altes Rätsel. Hm, du hast etwas gehört, als du das Bild richtig angeordnet hast? Ja, hab ich. Wie ich schon sagte, es gibt noch einen von denen in den Ruinen und von der anderen Seite des Flusses gegenüber meinem Zelt. Okay, vielleicht sollten wir das überprüfen. Vielleicht reagieren sie auf die Anwesenheit der Menschen. Ich habe einiges ähnliches besorgte Dinge gefunden. Okay, es scheint, als ob es zu ihrem Schutz war. Aber wovor? Wir müssen herausfinden, bevor wir irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Genau richtig. So soll es sein. Hau rein, triff Nina in Hecklers Zelt obendrein. Okay, das werden wir dann tun. Und zwar in der nächsten Folge. Ja, ihr Lieben, das war es auch wieder mal von der Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet natürlich auch ein in der nächsten Folge. Also am nächsten Tag in der nächsten Folge. Ansonsten haut rein, ihr Lieben. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.